Hallo zusammen und willkommen zu Runde Nummer 3. Ich hatte neulich auf YouTube mal einen Beitrag erstellt, auf dem ich folgendes Papier gezeigt habe und hatte aber einen Part verdeckt, und zwar den hier unten. Das heißt, wir werden heute unter anderem über die Art reden, wie ich mit Notizen umgehe. Welche Notizen ich mache, wie viele ich mache, wie ich diese mache, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und fangen wir doch einfach damit an. Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne mit Stift und Papier arbeitet. Klingt vielleicht ein bisschen altmodisch und eventuell verschwenderisch und unnötig, aber ich habe einfach so viel Spaß dran. Ich liebe das. Und dementsprechend ist eigentlich nur mein Manuskript in digitaler Form und alles andere auf Papier. Oft fange ich damit an. Moment. Alles, was irgendwie durch mein Hirn schwebt an Ideen, in diesem Heft hier festzuhalten. Da kommt alles rein. Einfach damit ich es auch aus dem Kopf habe. Weil ich es einfach nicht brauchen kann, wenn ich mitten in der Geschichte bin und mir fällt was Neues ein, irgendwas Spannendes, bei dem ich mir denke, daraus könnte man was machen, eventuell. Aber ich habe noch nicht genug Hirnmaterial dafür. Dann packe ich das immer erstmal in dieses Heft rein, damit es aus dem Kopf ist und ich mir später dazu Gedanken machen kann. Und so läuft das mit allen Ideen. Die landen alle erstmal da drin. Wenn ich dann aber feststelle, dass ich mehr und mehr dazu in meinem Kopf ordnen kann, dass es wächst und ich das Gefühl habe, daraus kann ich wirklich eine gute Story machen, dann bekommt diese eine Idee ihr eigenes Heft. Und da ist dann drin das Setting, wo soll es spielen, wie viele Personen sind beteiligt, welche Personen sind beteiligt, Namen, Haarfarbe, all der Kram. Wichtige Plotpunkte. Mögliche Plotpunkte, die mir so durch den Kopf geistern, bei denen ich mir aber noch nicht sicher bin, ob das überhaupt rein soll. Dann kommt da rein so ein bisschen das Beziehungsgeflecht. Angenommen, da kommt eine Familie vor. Welches Verhältnis haben die zueinander? Ist es gut? Ist es schlecht? Ja. Wie sich Personen kennengelernt haben. All solche Sachen. Und das Material da drin wächst und wächst und wächst und wächst. Und oft sieht das aus wie so ein bisschen Mindmap-artig. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Ich habe das jetzt einfach mal am Beispiel vom Schattensammlerheft her. Da seht ihr mal, wie das aussieht. Das ist dann ganz bunt und viel Gekrakel und ja, es ist wirklich einfach eine Ansammlung an Ideen und Charakteren und Schlussfolgerungen und es ist viel. Ich zeichne meine Charaktere auch ganz gern. Für Schattensammler habe ich tatsächlich ein kleines, wie so ein Charakterbuch, wo links so ein paar Eigenschaften stehen und rechts sieht man den Charakter. Einfach auch für mich, um so ein bisschen Fehler zu umgehen im Sinne von, am Anfang der Geschichte hat die Person braune Augen und am Ende der Geschichte plötzlich grüne. Das kann dann ganz hilfreich sein, dass irgendwo zu notieren,
wo man es auch schnell griffbereit hat, damit solche Sachen einfach nicht passieren. Außerdem würde ich gerne mit euch teilen, welche YouTube-Content-Creator ich mir am liebsten anschaue in Bezug aufs Schreiben. Von Abby hatte ich erzählt, von ihren Schreibsprints zum Beispiel. Und ja, sie hat auch viele, viele Videos zum Schreibhandwerk. Ich hatte schon von Kate erzählt, von der ich die Idee habe, den ganzen Weg aufzuzeichnen. Sie hat spannende Playlists. Unter anderem macht sie jedes Jahr beim NaNoWriMo mit. Das ist der National Novel Writing Month. Und der ist immer im November. Oft macht sie im Oktober davor schon Videos, um sich ein bisschen vorzubereiten. Und lauter Schreibexperimente, wo sie oft wie bekannte Autoren arbeitet und so ein bisschen ihre Gedanken dazu teilt. Dann gibt's Ellen Brock. Sie ist eine Lektorin, so Freelancer-mäßig, und gibt ganz viele Videos zum Thema Schreiben und, was ich ganz spannend finde, auch Videos, um herauszufinden, in welche Kategorie Schreiberling man gehört. So, das ist super, super spannend. Dann gibt es natürlich noch Brandon Sanderson. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein relativ ziemlich berühmter Fantasy-Autor. Und der unterrichtet ab und zu an der BYU, wo er Vorlesungen gibt zum Thema kreatives Schreiben im Science-Fiction- und Fantasy-Bereich. Das sind 14 Videos, wo zum Teil aber auch Kurzgeschichten und so ein bisschen Veröffentlichungstheorie mit reinspielt. Aber die lohnen sich wahnsinnig, die Videos. Ich habe sehr viel dabei gelernt. Oder ja, nicht nur gelernt, sondern auch Inspiration daraus gezogen. Und dann gibt's noch Alexa Dunn. Alexa ist eine Verlagsautorin und schreibt Krimis, aber auch, also Jugendromane eigentlich. Früher Science Fiction, heute eher Krimi. Und gibt ganz viele Schreibtipps und tatsächlich Überarbeitungstipps für Romane. Erzählt auch einiges darüber, wie der Veröffentlichungsprozess funktioniert, aber halt in Amerika, nicht bei uns. Und so ein bisschen Real Talk. Und das kann sehr, sehr amüsant sein tatsächlich. Weil sie da einfach auf den Tisch haut und sagt, wie es ist. Ihrer Meinung nach natürlich. Übrigens habe ich mir vorgenommen, mehr mit Social Media zu machen. Ich hatte schon längere Zeit einen Instagram-Account, aber nur als Konsument. Neuerdings, seit es ja mit Twitter oder jetzt X so den Bach runtergeht, hatte ich mir auch einen Mastodon-Account erstellt und habe beschlossen, regelmäßig Updates in Form von Videos zu posten, aber auch so kleine Beiträge, wie ich das jetzt die letzten Tage schon mal gemacht habe. Außerdem soll das Gleiche auch auf Instagram passieren oder auf Mastodon. Ich werde aber nicht überall genau den gleichen Käse posten. Das ist Quatsch. Es soll einfach nur, ja, ich möchte einfach alles teilen, was ich so mache. Die Menschen sollen ruhig sehen, was ich hier fabriziere. Dafür mache ich es ja, dafür nehme ich ja die Videos auf. Leute sollen sich inspiriert fühlen von meinem Content. Nicht zwingend meinetwegen, sondern ich habe ja eigentlich das Ziel, den ganzen Schaffensprozess zu zeigen, inklusive probieren und scheitern und lernen und Fortschritten etc. Und wenn aber niemand darauf aufmerksam wird, erreicht es niemanden. Logischerweise. Deswegen muss ich mir mal überlegen, also, was heißt überlegen? Ich muss mich generell einfach mehr damit beschäftigen. So ist es.
Tatsächlich habe ich dafür ein mega cooles Tool gefunden. Das nennt sich Canva. Es ist eine kostenlose Website, wo es ganz viele Vorlagen gibt für Social Media Content. Da gibt es im richtigen Format so Instagram-Vorlagen und ich glaube, YouTube-Thumbnails kann man da auch ganz gut machen. Es bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann das dann einfach sich erstellen, wie man möchte. Hat ganz viele Elemente, die man einbauen kann und coole Schriftzüge und so. Und wenn man fertig ist, lädt man das einfach runter, speichert es sich ab oder teilt es direkt, wie man möchte. Und das finde ich ganz cool. Damit habe ich ein paar Beiträge vorbereitet, tatsächlich. Ja, und da muss ich auch erstmal lernen, was gut ankommt, was nicht so ankommt, welche Zeiten am besten sind, etc. In Zukunft muss ich auch meine Zeit etwas besser einplanen, denn ab 1.9. bin ich wieder in einem Arbeitsverhältnis oder Schulverhältnis, wenn man so will. Ich werde wieder die Schulbank drücken. Und ich muss mal schauen, wie ich dann effektiv Schreibzeit einplane. Und die Social Media Zeit und meine anderen Hobbys. Wir haben einfach zu wenig Zeit auf dieser Welt. Um das mal ganz dramatisch auszudrücken. Jedenfalls muss ich dann überlegen, ob ich überhaupt noch unter der Woche schreiben möchte oder ob ich alles aufs Wochenende verschiebe. Ja, was für mich nicht in Frage kommt, ist vor der Schule zu schreiben. Ich brauche meinen Schlaf. Deswegen kommt das überhaupt nicht in die Tüte. Ich habe schon oft gehört, dass Autoren das gerne machen, wenn sie noch einen normalen Job haben, eben nicht alleine vom Schreiben leben, dass sie dann vor der Arbeit oder bevor die Familie wach wird, ganz früh aufstehen und dann schreiben. Aber nee, ich finde einen anderen Weg. Definitiv. Ich bin nämlich kein Morgenmensch, absolut überhaupt nicht. Ich bin die krasseste Nachteule, die ihr euch vorstellen könnt. Also, ja. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich zähle definitiv zu den Morgenmuffeln. Muss ich gestehen. Und als letztes Thema habe ich ein Schattensammler-Update. Ich komme so gut voran. Es ist unfassbar. So, ich bin nun bei 7.819 Wörtern. Und es läuft richtig gut. Ein paar der Änderungen, die ich eingebaut habe, sind nicht nur super sinnvoll, sie machen auch richtig, richtig Spaß, weil so viel mehr Leben eingebaut wird. Ich glaube, das ist eine richtig gute Verbesserung. So ein Genießer, guck ihn dir an. Seit ich mir Gedanken gemacht habe über die erneute Überarbeitung, die Gedanken kommen und es ist der Wahnsinn. Die Wortzahl steigt ohne Ende. Ich hatte neulich einen 3000-Wörter-Tag, was für mich relativ viel ist. Meistens schaffe ich so 1.500 bis 2000 und es ist so cool. Macht mich sehr, sehr glücklich, dass ich so gut vorankomme. Und ich kann euch mal was zeigen. Und zwar hat sich ein bisschen mein Vorgehen geändert, jetzt während ich neu schreibe. Und zwar habe ich mir eine Art Szenenübersicht gemacht. Ja, jetzt spiegelt es weniger. Sehr gut. Eine Szenenabfolge, in der ein bisschen drin steht, was soll passieren, was hat das für einen Einfluss auf zukünftiges Geschehen, etc.
Gerade wenn ich mit einem Kapitel fertig bin und mir überlege, oh, wie schreibe ich jetzt weiter, dann verfasse ich irgendwie ein paar Absätze in Stichpunkten und habe eben diese Szenenübersicht, aber das bleibt nicht immer so sauber, wie ich das euch gerade gezeigt habe, sondern oft wird daraus auch das hier. So sieht das aus, wenn ich mir Notizen mache. Also erst so. Und dann irgendwann fuchtel ich nochmal dran rum. Und dann sieht es plötzlich so aus. Aber es hat sich gelohnt. Ich hatte gestern einen 3000-Wörter-Schreibtag und ich bin sehr glücklich. Werden halt immer Korrekturen gemacht, egal woran. Und deshalb ist mein Ideenheft nicht schön, deshalb ist das hier nicht schön. Es entwickelt sich halt alles weiter und das ist gut so. Aber ja, tatsächlich wächst der Roman und wächst und wächst und wächst und das ist super gut. Aber ich frage mich, ob ich am Ende vielleicht sogar was kürzen muss. Beim letzten, also die letzte Fassung hatte 67.000 Wörter. Und ich habe jetzt noch viel an Inhalt hinzugefügt. Deshalb glaube ich, dass ich eher bei 80, 90.000 Wörtern landen werde. Ich muss mal schauen, ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Aber ja, ist immer noch im Rahmen, würde ich sagen. Deswegen, ich bin sehr, sehr glücklich mit der Entwicklung. Und jetzt kommt auch, es kommt viel mehr raus, wie die Charaktere zueinander stehen, welches Probleme sie miteinander haben. Man sieht jetzt, wie die interagieren und bekommt gleichzeitig eine Ahnung, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, selbst wenn sie sich nicht irgendwie Liebeserklärungen oder Beleidigungen an den Kopf werfen. Es kommt jetzt durch die Interaktion raus und das finde ich gut. Das finde ich gut. Und jetzt werde ich mich auch wieder ins Schreiben machen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.